Wer ist dafür, dass die EU-Ausschuss-Tage übertragen werden? Live im Fernsehen? Ja. Eins, zwei, drei? Ja, finde ich. Ja. Sehr klar. Sie nicht? Nein, weil ich der Meinung bin, weil wenn sie übertragen werden, nein, dann wird noch mehr politische Show inszeniert. Ich kann Ihnen sagen, ich war dabei, ich weiß, wie ich es gemeint habe, ich weiß, was ich sagen wollte. Ich habe in der Mitte einer Pandemie stundenlang dem EU-Ausschuss Rede und Antwort gestanden. Wer hat entschieden, dass die ÖBAG einen Alleinvorstand erhält? Der Gesetzgeber meines Wissens nach, wo eine Zustimmung auch von der Sozialdemokratie stattgefunden hat. Also ich würde sagen, die SPÖ hat es entschieden. Ich habe versucht, alle Unterstellungen, Schachtelsätze und Sonstiges ordentlich zu beantworten. Wer hat entschieden, dass in der Regierungsvorlage dieser Vorschlag gemacht wird? Sicherlich entschieden der Finanzminister, weil der wird es eingebracht haben in Abstimmung mit dem Koalitionspartner, der Koordinierung, wie halt so ein Gesetzwerdungsprozess läuft. An Sie eingebunden. Ich bin am Wort. Und ich gehe davon aus, dass Sie auch wissen, dass das nichts Unanständiges ist, weil ich kann nur sagen, in der Zeit, in der Sozialdemokratie und ÖVP gemeinsam regiert haben, wissen Sie, was es da gab in der Beteiligungsverwaltung? Überraschung, Überraschung, einen Alleinvorstand. Und ich bin gleich danach angezeigt worden. Ich respektiere das und ich respektiere auch, dass da jetzt ein Verfahren stattfindet. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich der Meinung bin, dass ich mir hier nichts vorzuwerfen habe. Waren Sie an Gesprächen beteiligt, dass der Herr Schmidt hier der Alleinvorstand werden soll? Ich habe vorhin schon beantwortet, dass ich gewusst habe, dass er sich bewirbt. Das war auch medienöffentlich. Ich habe immer gewusst, dass er ein potenzieller Kandidat ist, aber ich habe die Entscheidung nicht getroffen, sondern die Entscheidung hat der Aufsichtsrat getroffen. Da geht es darum, ob bei einer sechsstündigen Befragung, ob eine doppelte Verneinung eine Bejahung ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er Ihnen gesagt hat, ich möchte mich für diesen ausgeschriebenen Posten bewerben, haben Sie mit ihm nie darüber gesprochen, dass er das werden könnte? Nein, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert. Und es war sicherlich auch so, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein potenziell qualifizierter Kandidat wäre. Ob ich auf die Frage, ob ich eingebunden war, gesagt habe, ich war eingebunden im Sinne von informiert. Waren Sie eingebunden im Vorfeld? Eingebunden im Sinne von informiert, ja. Ob ich da besser hätte sagen sollen, eingebunden. Dann müssen wir einen Strich machen. Nein, dann machen wir keinen Strich, bitte. Eingebunden im Sinne von involviert, hätte ich sagen sollen. Haben Sie sich für ihn eingesetzt? Ich habe ihn immer für qualifiziert erachtet. Ich weiß nicht mehr, ob mich jemand um meine Meinung gefragt hat. Aber hätte mich jemand um meine Meinung gefragt, hätte ich gesagt, dass ich ihn für qualifiziert halte. Aber die Entscheidung obliegt nicht dem Bundeskanzler. Im März 2019, kurz bevor Schmidt ÖBAG-Chef wird, schreibt er mit dem Bundeskanzler. Kurz bedankt sich bei ihm für eine andere Sache und schreibt: Super, danke vielmals, du Aufsichtsratssammler. Das ist dort mein Hauptberuf, bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate, das wäre ja wie Wiener Stadtrat ohne Portfolio. Kriegst eh alles, was du willst. Ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Haben Sie sich für ihn eingesetzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich für ihn eingesetzt habe, aber ich habe ihn für qualifiziert gehalten. Ich respektiere auch diese Entscheidung. Gegen Bundeskanzler Kurz wird ja seit Mai wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-Urschuss ermittelt. Und heute stellt sich heraus, dass Kurz als Beschuldigter längst einvernommen wurde. Vor knapp 3 Wochen nämlich, was Kanzleramt, Staatsanwaltschaft und Gericht aber bis heute geheim gehalten haben. Sie haben vor wenigen Tagen auch einen Artikel im Profil herausgebracht, wo Sie versucht haben, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Können Sie uns schildern, wie das verlaufen ist? Ich würde das als eine Kaskade des Schweigens bezeichnen. Zur Verdeutlichung, das Justizministerium hat uns an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verwiesen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat uns an das Landesgericht verwiesen. Das Landesgericht hat auf die Amtsverschwiegenheit verwiesen. Wir haben parallel auch im Bundeskanzleramt angefragt. Dort wurden wir auf den Anwalt von Sebastian Kurz verwiesen. Der wiederum hat uns dann mitgeteilt, er behandelt das alles vertraulich und man werde dazu kommunizieren, wenn es etwas zu sagen gäbe. Das war am vergangenen Freitag, also vor wenigen Tagen.
Bereits am 3. September wurde Sebastian Kurz laut Informationen der Zeit im Bild durch einen Richter des Straflandesgerichtes Wien befragt. Die Einvernahme fand nicht durch einen Staatsanwalt statt, weil an der Person des Tatverdächtigen ein besonderes öffentliches Interesse besteht. So steht es im Gesetz. Doch trotz des besonderen öffentlichen Interesses erfährt die Öffentlichkeit erst heute von der Einvernahme. Warum jetzt plötzlich? Was denken Sie, was steckt dahinter? Es war zu lesen jetzt am Nachmittag, dass nun das Einvernahmeprotokoll im Ermittlungsakt aufliegt. Das würde in weiterer Folge bedeuten, dass auch andere Verfahrensbeteiligte in der Casinos-Causa, und da gibt es sehr viele Beschuldigte, sehr viele Anwälte, in diesen Akt Einsicht nehmen können und das Protokoll ohnehin sehen. Dann geht man gerade noch rechtzeitig raus mit einer Mitteilung, die den eigenen Spin enthält. Wieso haben Sie das genau jetzt bekannt gegeben? Das war mit dem Richter so vereinbart, ich glaube, meine Sicht der Dinge darzulegen. Und daher habe ich das sehr gut eigentlich wahrgenommen und glaube auch, dass ich viele semantische Fragen hier aufklären konnte. Eine mutmaßliche Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss wegen Einflussnahme bei einer Postenbesetzung hat dem Kanzler diese Befragung ja erst eingebrockt. Vor dem Richter sagt er dazu: Wenn man als Bundeskanzler jemanden für total unqualifiziert erachtet und alle Hebel in Bewegung setzt, irgendjemanden zu verhindern, naja, dann glaube ich schon, dass es dafür Möglichkeiten gibt. Sozusagen, das würde mich jetzt gar nicht irritieren, weil die eine Frage ist, nimmt man Einfluss darauf, dass jemand das wird? Und die andere Frage ist, nimmt man Einfluss darauf, dass jemand was nicht wird? Und die dritte Variante ist, die Dinge laufen einfach, wie sie laufen. Mein Eindruck bei der ganzen Sache ist, bei dem Thomas Schmidt ist einfach das so gelaufen, wie es halt gelaufen ist. Ein Politiker darf eben nicht überall die Unwahrheit sagen. Er darf auch nicht als Zeuge vor Gericht die Unwahrheit sagen. Er kann im Fernsehstudio die Unwahrheit sagen oder bei der Wahlkampfrede, aber nicht vor dem Gremium unserer Repräsentanten. Und was wird jetzt was konkret passiert? Jetzt ist das Verfahren eingeleitet. Das heißt, ab jetzt darf Sebastian Kurz vor Gericht die Unwahrheit sagen. Wer ist jetzt Beschuldigter? Jetzt habe ich einige Stunden damit verbracht zu erklären, wie ein Na auf ein Nie zu verstehen ist und Formulierungen wie involviert oder informiert zu diskutieren. Das ist in Ordnung, soll so sein. Die Ausschreibung für den ÖBAG-Vorstand soll sich Schmidt ja bekanntlich selbst geschrieben haben, wovon auch der Kanzler mittlerweile ausgeht, wie er dem Richter bestätigt. Das Protokoll zeigt immer wieder Spannungen in der mehrstündigen Einvernahme. Die Fragen des Oberstaatsanwalts will Kurz nicht ausführlich beantworten. Zu diesem Regierungspapier würde mich noch interessieren, aber ich würde jetzt wirklich gerne einen Punkt machen, das funktioniert nicht so gut zwischen uns. Die Fragen der WKStR beantwortet er überhaupt nicht. Es ist Ihre Entscheidung, Sie sind Beschuldigter. Sie können jederzeit sagen, dass Sie nicht mehr wollen. Solange Sie protokollieren, dass ich vorher schon gesagt habe, dass ich Fragen der WKStR nicht beantworten möchte. Wer entscheidet dann, dass es tatsächlich zu einer Anklage kommt? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und dieser Strafantrag, der ist, weil das sozusagen eine sogenannte Causa Clamorosa ist, also eine lärmschlagende Causa, muss es an die Oberstaatsanwalt gehen und an das Justizministerium und dort auch an den Waisenrat. Und dort wird dann darüber entschieden, ob diese Anklage durchgeht. Sie glauben, Sie konnten da auch was ausräumen. Sind Sie jetzt optimistischer, dass es zu keiner Anklage kommt? Also ich, ehrlich gesagt, ich beschäftige mich damit nicht sonderlich. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Ich respektiere, dass mehr und mehr in der Politik mit Anzeigen gearbeitet wird. Es ist mittlerweile so, dass ich jedes Jahr mindestens ein Dutzend Mal angezeigt werde. In dem Fall war es von den Neos, das hat zum Beschuldigtenstatus geführt. Jetzt ist das eine Causa, die so auf ersten Blick nicht wahnsinnig schwerwiegend erscheint. Ein Bundeskanzler rät sie raus, ob er jetzt wirklich jemanden in seine Position gehievt hat oder nicht. Also die normalen Staatsbürger werden wahrscheinlich sagen, na, das ist eigentlich üblich. Wird da nicht mit sehr großen Geschützen geschossen? Weil ein Bundeskanzler, der sich einem Strafantrag stellen muss, das ist schon eine große Geschichte. Ja, nur der Regierungschef hat die Wahrheitspflicht vor einem parlamentarischen Untersuchungsgremium und hat sich genauso an die Gesetze zu halten.
Das ist auch ein Gedanke, den sich die Staatsanwaltschaft gar nicht stellen darf. Wenn sie das nicht verfolgen würde, weil sie sagt, der ist Bundeskanzler und da schauen wir nicht so genau hin, würde sie sich eines Amtsmissbrauchs schuldig machen. Der Bundeskanzler, auf 58 Seiten begründet die Staatsanwaltschaft ganz konkret, warum sie der Falschaussage beschuldigt. Sie haben das gestern Abend bekommen. Ich nehme an, Sie haben es mittlerweile detailliert gelesen. Sind Sie noch immer der Meinung, Sie hätten vor dem U-Ausschuss nichts Falsches ausgesagt? Ja, ich bin absolut der Meinung, denn alle Aussagen, die ich getätigt habe, sind wahr. Ich bin auch mit dem Vorsatz zu diesem Urschuss gegangen, natürlich dort wahrheitsgemäß zu antworten. Die österreichische Bundesbeteiligungsagentur verwaltet die Beteiligung der Republik an Industrieunternehmen. Viele Milliarden. 28 Werte. Milliarden. Also das ist nicht irgendein Pimpfeljob, da geht es nicht um irgendwas Kleines, sondern da geht es darum, wer hat Thomas Schmidt an diese Position gesetzt? Und ich kenne das Spiel im Ausschuss mittlerweile relativ gut. Wenn ein Politiker sich nicht sicher ist und sagt, er kann sich nicht erinnern, dann wird er nachher dafür schlecht gemacht, dass er Erinnerungslücken hat. Er ist gefragt worden vom Abgeordneten Greiner, haben Sie sich für ihn eingesetzt? Und er sagt, ich habe ihn immer für qualifiziert erachtet, aber ich weiß nicht mehr, ob mich jemand um meine Meinung gefragt hat. Aber hätte mich jemand um meine Meinung gefragt, hätte ich gesagt, dass ich ihn für qualifiziert halte. Und wenn man so wie ich versucht, die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten, dann wird jetzt auf jedem Wort herumgeritten und versucht, die Dinge so zu verdrehen, dass sich eine angebliche Falschaussage ergibt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich für ihn eingesetzt habe, aber ich habe ihn für qualifiziert gehalten. Und die Korruptionsstaatsanwaltschaft glaubt, dass das eine Lüge ist. Genau, die Korruptionsstaatsanwaltschaft sagt jetzt, das ist eine Lüge. Und warum sagt sie das? Weil sie in den beschlagnahmten Chats von Thomas Schmidt, aber auch in anderen E-Mails und auch in Kalendereinträgen rekonstruieren kann, dass Sebastian Kurz nicht nur informiert wurde, sondern dass er das Mastermind war in dieser Postenbesetzung. Es gibt wirklich zahllose Chats, wo Sie zum Beispiel Herrn Schmidt sagen, du Aufsichtsratssammler, kriegst eh alles, was du willst. Schmidt schreibt Ihnen ein SMS, können wir bald wegen des Aufsichtsrats reden? Sie haben dann mit ihm einen Termin ausgemacht. Löger schreibt, habe Vorschlag für Aufsichtsrat mit Sebastian, wohl Sie gemeint, wie besprochen, abgestimmt. Ihr Kabinettschef schreibt an Schmidt, habe eine mögliche Aufsichtsratschefin heute Kurz vorgeschlagen. Wenn wir alle drei ein gutes Gefühl haben, machen wir einen Termin für Sie mit Sebastian und so weiter und so fort. Es gibt Dutzende solche Chats. Die Aussage, Sie seien über die Aufsichtsratsbestellung informiert worden und hätten da nicht mitbestimmt, die ist doch schlicht unwahr. Herr Wolf, noch einmal, darf ich zwei Punkte zusammenfassen? Das eine ist die Frage, ob es einen Austausch gab. Und ich habe klar geantwortet, ja, auf die Frage, ob ich eingebunden war. Ich habe mit ja geantwortet. Und die zweite Frage ist die Frage der Entscheidung. Und da ist es nun einmal ein Faktum, das kann Ihnen gefallen oder nicht, Herr Wolf, dass die Entscheidung beim Finanzminister liegt. Der zweite Vorwurf war der Aufsichtsrat. Er möchte den Eindruck erwecken, der Finanzminister hat den Aufsichtsrat besetzt, also das Kontrollorgan. Auch da sagt er, er sei also nicht eingebunden gewesen, sondern nur informiert. Also er stellt sich immer dar als jemand, der zwar korrekterweise informiert wird, aber mit dieser Bestellung nichts zu tun hat. So. Auch das kann die Staatsanwaltschaft anhand von Schrifteln, von Chats, auch von Kurz nachweisen, dass das nicht so war. Warum zitieren Sie nicht auch die Chats, aus denen hervorgeht, dass ich mich angeblich für Siegfried Wolf ausgesprochen habe, der bekanntlich dann nicht Aufsichtsrat wurde? Das heißt, das beweist ja schlicht und ergreifend, dass die Entscheidung vom Hartwig Löger getroffen wurde und auch er sagt das unter Eid aus. Nein, das beweist das natürlich nicht, Herr Bundeskanzler. Es beweist nur, dass Sie möglicherweise sich dann davon haben überzeugen lassen, dass Herr Wolf nicht so ein idealer Kandidat wäre oder dass er nicht wollte oder was immer. Aber dass Herr Löger das ganz ohne Sie entschieden hat, wohl nicht. Löger schreibt ausdrücklich, habe Vorschlag für Aufsichtsrat mit Sebastian wie besprochen abgestimmt. Aber wir werden uns da wahrscheinlich nicht einigen. Ich habe ja auch im Urausschuss ausgesagt, dass Minister immer wieder mit dem Bundeskanzler solche Entscheidungen besprechen. Haben Sie allgemein Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Waren Sie da selbst eingebunden? Ja, ich weiß, dass es hier im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab. Bei Aufsichtsratbestellungen wird man als Bundeskanzler, das ist von Minister zu Minister unterschiedlich und von Anlassfall zu Anlassfall unterschiedlich, manchmal mehr, manchmal weniger informiert. Grundsätzlich treffen die Minister, die zuständig sind, ihre Entscheidungen
Im Regelfall werde ich danach informiert, manchmal werde ich vorher um die Meinung gefragt. Ich habe nicht nach dem Regelfall gefragt. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Gerstl, die Zeit ist aus, kommt die zweite Runde. Der U-Ausschuss, und da bitte ich Sie sozusagen, sich einmal einzufühlen, wie das stattfindet. Das ist ja nicht so ein freundliches Gespräch wie bei Ihnen, das 10 Minuten dauert, wo man wohl überlegt antworten kann, sondern dort gibt es mehrere Abgeordnete der Opposition, die mit Unterstellungen, mit Untergriffen, mit Beschuldigungen arbeiten, mit Zwischenrufen, wo eine bewusst aufgeheizte Stimmung erzeugt wird. Ich habe den dritten Untersuchungsausschuss und bis jetzt nur eine Person kennengelernt, die so eloquent nichts sagt, das war der Herr Menzdorf, Pouilly. Und deswegen muss ich mit einer Frage einsteigen. Also wenn Sie nichts mitbekommen, was rundherum passiert in der Partei, wenn Sie an nichts beteiligt sind, möchte ich an Sie die Frage richten, wer führt eigentlich die ÖVP? Das ist ja wirklich spannend. Ich glaube, Sie müssen sich irgendwann einmal an den Paragraphen 41 richten, aber Verfahrensanwalt bitte. Darf ich nur bitten, im Sinne der Persönlichkeitsrechte die Unterstellungen, sozusagen, dass jemand nichts mitbekommt oder nichts mitbekommt oder nichts merkt, vielleicht ein bisschen weicher zu formulieren. Ich würde dringlich ersuchen, dass die Fragen nicht mehrdeutig, verfänglich, beleidigend und unterstellend sind, wie es der Paragraph 41 vorsieht. Würde uns dienlich helfen. Vielleicht darf ich antworten, und zwar in meinen Worten. Mir platzt da jetzt wirklich gleich der Kragen. Es war Ihre Partei, die auf Ibiza Aussagen getätigt hat, die dazu geführt haben, dass die Koalition geplatzt ist. Es waren Mitglieder Ihrer Partei, die verantwortlich sind dafür, dass es jetzt mehrere Strafverfahren in diesem Land gegen Politiker gibt. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe nichts mitbekommen, dann kann ich Ihnen nur eins sagen. Ich habe sehr viel mitbekommen. Ich habe nämlich regiert und ich habe als Parteiobmann immer meine Pflichten erfüllt. Aber ja, die Dinge, die Sie vielleicht teilweise oder manche Ihrer Parteikollegen gemacht haben, die haben wir so nicht gemacht und daher habe ich dazu auch nichts mitbekommen. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Sie, gegen Ihren Kabinettschef, gegen Ihren Finanzminister, gegen zwei ehemalige ÖVP-Finanzminister, gegen einen ehemaligen ÖVP-Justizminister, gegen Ihre frühere Stellvertreterin als ÖVP-Chefin, als ÖVP-Chef und gegen den ÖVP-nahen Chef der verstaatlichten Holding. Über Herbert Kickl haben Sie nach dem Ibiza-Video gesagt, er hätte, ich zitiere, nicht das nötige Bewusstsein für die Dimension der Sache, deswegen müssen Sie dem Bundespräsidenten seine Entlassung vorschlagen. Nach diesem Maßstab müssten Sie da jetzt nicht selber zum Bundespräsidenten geben und Ihren Rücktritt einreichen? Also ob die Ermittlungen hier inflationär laufen oder nicht, das sollen andere beurteilen. Ich kann nur sagen, dass in all den Vorwürfen, die mittlerweile erhoben wurden, beginnend bei Hartwig Löger vor mittlerweile bald 2 Jahren, sich überhaupt nirgends irgendwie herausgestellt hätte, dass an den Vorwürfen etwas dran ist. Das ist doch gar nicht entschieden. Herr Kurz. Ja, aber es gibt doch überhaupt nach langer Zeit noch immer kein Indiz dafür, dass irgendwas dran ist. Jetzt gibt es eine neue Anzeige, die mit hinzugekommen ist gegen Heinz-Christian Strache und den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger. Schon wieder ein gekauftes Gesetz? Diesen Verdacht hat der Verbraucherschutzverein und erstattet Anzeige gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sowie den ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger. Der Vorwurf, durch einen Deal mit der ÖVP sollen die Freiheitlichen einer Gesetzesänderung zugestimmt haben, wodurch AnbieterInnen von Lebensversicherungen profitiert haben und KundInnen rechtlich auf der Strecke geblieben sind. Um das Gesetz zu ändern, sollen 2017 und 2018 zweimal 25.000 Euro gestückelt als Parteispenden der Unica-Tochter Premiquamet an die ÖVP geflossen sein. Der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger war bis zu seinem Amtsantritt als Finanzminister im Jahr 2017 Vorstandsvorsitzender der Versicherung Unica. Der Finanzminister hat im Untersuchungsausschuss auf die Frage, wofür eine Tochtergesellschaft der Unica an die ÖVP im Jahr 2017 25.000 Euro gespendet hat und im Jahr 2018 noch einmal 25.000 Euro gespendet hat, gesagt, das hat mit diesem Krankenfürsorgefonds nichts zu tun. Was er nicht gefragt wurde, und dahin glauben wir, sollte die WKStA nun Erhebungen pflegen, ist die Frage, hat die Tochtergesellschaft der Unica vielleicht bezahlt dafür, dass man dieses Gesetz ändert. Nun ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Zug. Auf Puls24 Anfrage heißt es, dass noch keine Anzeige eingegangen sei. Sollte diese einlangen, werde die Anzeige auf einen Anfangsverdacht hin geprüft.
Viele Jahre lang war er der Chef aller Staatsanwaltschaften in Österreich. Jetzt wird er selber angeklagt. Anfang November muss sich Christian Pilnacek, einst der mächtigste Justizbeamte des Landes, einem Prozess wegen Geheimnisverrat stellen, wie der Kurier als erster berichtet hat. Die Anklage ist eigentlich ein Nebenaspekt aus den Ermittlungen gegen Pilnacek, die vor einem halben Jahr zu seiner Suspendierung geführt haben. In seinem sichergestellten Handy wurden auch Chatnachrichten an eine Journalistin gefunden. Über ein Amtsgeheimnis, sagt die Staatsanwaltschaft, und darauf stehen bis zu 3 Jahre Haft. Strache, Löger, Pilnacek, sie sind die Ersten, die die Nachwehen des Ibiza-Untersuchungsausschusses zu spüren bekommen. Sie dürften aber wohl nicht die Einzigen bleiben. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet und ich würde Ihnen recht geben, wenn ich mit viel Vorbereitungszeit, vielleicht besser vorbereitet, alleine bei mir im Büro mit viel Ruhe diese Fragen beantworten müsste, dann hätte ich da oder dort vielleicht eine noch präzisere Formulierung gefunden. Aber was ich einfach zurückweisen muss, ist, dass ich dort vorsätzlich etwas Falsches gesagt habe. Wieso hätte ich denn das tun sollen? Naja, es wäre nicht legal gewesen, weil ja die Position des ÖBAG-Chefs ausgeschrieben wurde, weil es ja ein Bewerbungsverfahren gibt, weil es eine Stellenausschreibung gibt, weil er der Beste gewinnen soll und nicht der Haberer von Sebastian Kurz, nicht die Familie. Und das wollte er vor dem Untersuchungsausschuss nicht sagen. Da hat er herumlaviert, er konnte sich nicht entschlagen, weil er nicht Beschuldigter war. Möglicherweise wollten Sie nicht im Untersuchungsausschuss öffentlich zugeben, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat der verstaatlichten Holding politische Besetzungen waren. Also eine politische Logik hätte das schon, aber das wird letztlich ein Gericht entscheiden, wenn der Finanzminister eine Entscheidung trifft, ist das ja nicht weniger eine politische Entscheidung, als wenn es der Bundeskanzler trifft. Also mit Verlaub, Herr Wolf, ich habe doch nie bestritten, dass ich diese Entscheidungen für richtig empfunden habe. Ich glaube auch, dass man einen Unterschied machen muss zwischen einem Verfahren wegen falscher Zeugenaussage. Die Opposition sagt natürlich, das ist das Schlimmste, was du machen kannst als Bundeskanzler, das Parlament zu belügen, weil das Parlament repräsentiert das Volk. Und wenn du das Volk belügst, als Bundeskanzler, als Regierungschef, begehst du sozusagen politisch eine der schlimmsten Straftaten. Ich glaube trotzdem, dass man einen Unterschied machen muss zwischen einer falschen Zeugenaussage und zum Beispiel eines Korruptionsdelikts. Ja, das wäre etwas anderes. Also wenn man draufkommen würde, dass Sebastian Kurz selbst in ein Korruptionsdelikt verwickelt ist, was man ihm hier ja nicht vorwirft, sondern hier wirft man ihm ja nur vor, seine eigene Rolle bei der Bestellung eines durchaus korruptiven Bestellungsvorgangs nicht offengelegt zu haben, nämlich eines geschobenen Bestellungsvorgangs, der abgekartet war, und das wollte er vor dem Parlament verbergen. Insofern ist die Sache für ihn schon sehr unangenehm. Es ist kein Korruptionsvorwurf, sondern es ist der Vorwurf einer Falschaussage im Urausschuss. Daher ist es technisch gesehen ein Einzelrichterverfahren und das bedeutet, dass die WKStA, die auch diesen Akt erstellt hat, jederzeit einen Strafantrag stellen kann. Das können die jederzeit tun und insofern nein, ich werde selbstverständlich nicht zurücktreten, nur weil es einen Strafantrag gibt und ich habe auch hier ein reines Gewissen. Wenn der Einzelrichter ihn freispricht, kann die Staatsanwaltschaft in die nächste Instanz gehen, in dem Fall an das Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht kann die Beweise noch einmal würdigen. Dann kommt ein Richtersenat. Wäre es ein Schöffensenat, wäre die Beweiswürdigung im Grunde genommen nicht mehr bekämpfbar. Also der Einzelrichter ist für Kurz nicht unbedingt ein Vorteil. Was er sagen wollte, ist sozusagen, das ist ein Bagatelldelikt. Aber es stehen immerhin bis zu 3 Jahre Haft drauf. Eine Falschaussage vor dem Urausschuss ist mit bis zu 3 Jahren Haft bedroht. Das ist der gleiche Strafrahmen wie für schwere Körperverletzung, für schweren Betrug oder wie für die Gründung einer kriminellen Vereinigung. Das ist kein Kavaliersdelikt. Ich habe nicht so getan, als wäre Falschaussage ein Kavaliersdelikt, sondern ich habe Ihnen nur klar gesagt, dass ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe und was ich nicht getan habe. Und ich weiß, dass ich hier bewusst alles getan habe, um die Wahrheit auszusagen. Er gilt als unschuldig, solange bis nicht ein Gericht das Gegenteil festgestellt hat. Aber wenn Anklage erhoben wird, ist es sozusagen einen Schritt weiter. Ja, dann ist sozusagen erschwert das seine Handlungsfähigkeit. Die Anklage wird in der Regel dann erhoben, wenn die Staatsanwaltschaft von einer Verurteilungswahrscheinlichkeit von mehr als 90% ausgeht. Also das ist eine sehr hohe Hürde, die Anklage. Aber selbst dann könnte er noch freigesprochen werden. Das heißt, er kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, solange ich nicht verurteilt bin, bin ich ein unschuldiger Mann und daher kann ich auch mein Amt ausüben. Politisch ist es vor allem für die Grünen unangenehm, weil sie natürlich mit einem Tatverdächtigen jetzt eine Regierungskoalition bilden. Ich weiß es nicht, wie man reagieren soll. Rechtsstaatlich kann man argumentieren, solange nicht verurteilt ist, kann man Rechtsstaatlich Amt könnte er wahrscheinlich auch wegen eines solchen Delikts Verurteilter im Amt sein, oder?
könnte im Amt sein, würde keinen Amtsverlust bedeuten. Ich meine, an der demokratischen Legitimation des Sebastian Kurz als Bundeskanzler ändert das überhaupt nichts. Ich bitte Sie zu respektieren, dass ich zweimal mit meinem Team von der Bevölkerung gewählt wurde und ich war mit vielen heute in der Volkspartei in Kontakt, mit Landeshauptleuten und anderen, die mir alle den Rücken gestärkt haben und gesagt haben, man darf sich das nicht gefallen lassen. Und das werde ich auch nicht tun. Gut. Sollte ein Gericht zu der Entscheidung kommen, dass Sie eine Falschaussage oder mehrere Falschaussagen getätigt haben und Sie verurteilt wären, dann wären Sie vorbestraft. Bleiben Sie dann auch im Amt? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Gericht so etwas entscheidet. Wir leben in Österreich. Ich gehe doch davon aus, dass ich die Möglichkeit haben werde, vor Gericht auch auf diese Vorwürfe einzugehen, und ich kann zu jedem Vorwurf gerne Stellung nehmen und so wie Ihnen heute auch erklären, dass wenn man nicht Zitate aus dem Zusammenhang reißt oder sie nicht bewusst verkürzt, okay, aber das wie Sie schon, das Herr im Beitrag machen, das dass sich die schon. Dinge sehr leicht aufklären lassen. Okay, aber dann beantworten Sie mir bitte die Frage allgemein. Kann ein Bundeskanzler im Amt bleiben, der vorbestraft ist? Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer Verurteilung kommt. Das so haben Sie schon gesagt, aber so wenn es dazu Ihnen, kommt. Und ich bitte Sie, meine Antwort zu respektieren. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Jörg Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen betreffend Stärkung der Transparenz, Weiterentwicklung des Parlamentarismus, Live-Übertragung der Befragungen von Auskunftspersonen, die im öffentlichen Interesse stehen, in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai-Jan Greiner, Christian Hafenecker, Dr. Stefanie Crisper, Kolleginnen und Kollegen betreffend Umgang mit Untersuchungsausschussakten. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.